So, jetzt klären wir die Töchter, Leute, in Resident Evil 7, dem DLC. Jetzt werden die Töchter geknallt, ich sag's euch. Oh Gott. Oh Gott, sie sehen dann Evelyn, ne? Mhm. Okay, wir knallen Evelyn, das ist egal. Unwetter bei der Baker Farm. Vor 3 Jahren waren die Bakers nur eine gewöhnliche Familie. Sie hatten gerade ihr familiäres Abendessen abgeschlossen, den Regentropfen lauschend, die während des Essens gegen Fenster prasselten. Ein friedlicher und stiller Moment, ihr letzter für eine lange Zeit. So poetisch. Hätte von mir sagen können. Und das ist Zoe. Hallo Zoe. Hallo. Du wirst dich bald umbringen. In 3 Jahren. Das ist ja motivierend. In 3 Jahren. Ja, jetzt mal ein bisschen Zeit. Hättest du gerade langsamer lesen können. Und ach, jetzt auf einmal kannst du später weiterklicken. Ne? Das ging bei 21 nicht. Weil es ja von Lucas war. Last Light Spent with my Real Family. Daughters. Die Themen des Tages. Die rekordverdächtigen Niederschläge durch den Hurricane diese Woche kommen bis morgen früh zum Ende, während der Sturm weiterzieht. Draußen im Golf suchen Rettungscrews derweil die Küsten nach einem vermissten Schiff ab. Nähere Infos über diese Suche in Kürze. Wie Sie wissen, haben die massiven Niederschläge der letzten Tage viele Bewohner in einigen der Gemeinden knietief im Hochwasser gelassen. Auf dem Wetterradar sehen wir, wie der Sturm gen Nordosten zieht und sich dabei abschwächt. Und bis morgen früh sollten wir in das Neues über den Schaden vom Sturm? Nieder. Sagen Sie nichts drüber. Ah, das ist doch der. Algerie. Mach auf! Hab noch einen. Wir sind 9-8, das ist der hier. Ja. Ungewöhnlich. Sind wir spielen jetzt die Zoe? Oh. Wenn sicher trotzdem, habe ich den Antrag weiterhelfen. Oh. Oh, sie ist so jung. Wie geht's dem anderen Gast? Sie schläft, das arme Ding. Lassen wir sie. Sie können ein paar Tage hier unterkommen, bis wir sie in die Stadt bringen können. Zoe, hol ein paar saubere Klamotten aus der Waschküche. Oh, sieht aus, als hätte es eine Ölpest oder sowas gegeben. Geben wir dem armen Mädchen saubere Klamotten und ein warmes Tötet Bett. Tötet es! Lucas altes Zimmer. Ach Mann, kannst du sie nicht woanders unterbringen? Lucas, sei still. Du benutzt das Zimmer schon lange nicht mehr. Ich wollte schon immer eine Pension leiten. Es ist eine Chance, was? Bring sie ins Bett. Ich mache eine Suppe fertig. Warum kann sie ja kochen? Eine echte Suppennacht, meinst du nicht? Entschuldige, Lucas. Was macht er auf ihn? Warte. Ich spiele das Spiel gleich. Warte. Oh, warte, ein Pin. 1-9-1-9. Kennst du das Spiel schon, oder was? 1-9-1-9. Ist schon aus. Das weiß noch keiner. Da sind saubere Klamotten in der Waschküche, Schatz. Ja, für den Dämon, ey. Du bist verrückt. Oh, was gibt's denn? Aber sie kocht noch richtig. Nee, das ist nur das Kochbuch. Das wisst ihr nicht. Okay. Die Tipps sind ja schon so aus. Ne? Geh und bring dem Mädchen saubere Kleidung. Ist hier noch ein halbwegs messbarer Zustand. Ja, okay. Ist da die Waschküche gewesen? Nee, die Waschküche war der Safe Room. Damals da unten. Also, nein, nicht da unten. Da lag irgendwas, oder? Da kam die gerade ganz kurz zum. Ich weiß. Na gut, dann halt nicht. Okay, wir holen uns die Küche. Obwohl. Da war's. Da lag ein Dietrich. Direkt unter dir. Nein, rechts. Da unten rechts. Ja. Da. Warte, wir gehen jetzt in die Waschküche. Wir gehen den langen Weg. Und trotzdem nach jedem kleinen Kram. Von Dietrich, den haben wir jetzt zum Beispiel gerade übersehen. Was Dackel ist auf dem Sessel drauf von den Dingen. Nein, sah mal so aus. Geh mal gerade in die Waschküche. Also, ich weiß wirklich nicht, wo die ganzen Dietriche liegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, man könnte einige gebrauchen. Motivchen. Alter, was heißt, die Familie liebt echt schon so ein bisschen, naja. Sie lebt nicht gerade sauber, aber noch sauberer als, ja. Wenigstens sind sie, ehrlich. Und sind hilfsbereit. Sauberes. Naja. Wie kriegt die denn diese Kleidung hier sauber, ey?
Aber als Bügeleisen würde ich auch mal eingesteckt da stehen lassen. Das ist bestimmt nicht heiß. Ja gut, das kann man vielleicht einmal ausschalten. Das tun im ersten Stock. Das Fenster zu tun. Das Fenster im ersten Stock reparieren, mit Sperr zulangen, später den Glaser anrufen. Lukas Geburtstagsgeschenk. Elektrowerkzeug? So wird danach fragen. Achso, der war der schon während der Reise auch gerne da. Elektromeister ist. Und haben wir oben schon. Ach, die Treppe ist noch offen. Bevor du die Kleidung bringst, erst umgucken, ne? Ob die, ob wir jetzt erfahren, wie die Treppe kaputt geht? Das ist unfair, du darfst immer die coolen Spiele spielen. 21 war zwar auch cool, aber das ist interessanter. Oh, der gute Polizist. Ey, oh! Ja, die sich, als sie besessen wurden, haben sie sich wieder neuen. Ja, dann nimm es doch. Ja, dann nimm es doch. Okay. Haben sie sich jetzt einen neuen Wagen dann gekauft, als sie besessen worden sind? Ist das nicht dasselbe gewesen, den wir damals zerstört haben? Da oben? Nein, das war ein ganz anderer Wagen. Der war kleiner, ne? Ja, das war erst so eine Limousine. Schon fast. So eine kleine Limousine. Nee, Quatsch. Nee, was war das? Das war ein Oldtimer, den die hatten. Das war ein Oldtimer. Das war was anderes. Okay, da kannst du nicht wirklich viel machen. Ist die Leiter da? Nee, war das nicht da. Die haben schon, als sie besessen wurden, haben sie sich einfach einen neuen Wagen gekauft. Dann noch eine Leiter, weil die Treppe war dann kaputt. Aber mit der Leiter bist du ja eh nicht da oben gekommen. Die hatten die dann woanders dort zu mir kurzzeitig. Warte, auf der linken Seite. Ja, alles. Alles. Und dann haben sie. Was sag ich schon da so? Und dann haben sie an die Tür noch komische Sachen dran getackert. Damit man die nicht einfach so aufmacht. Wahrscheinlich verschlossen, oder? Gut, ja. Das wäre natürlich blöd, wenn wir überall. Deine Vase vielleicht? Ja, okay. Kannst du nicht nehmen. Du willst hoch. La. Kannst du noch rennen? Ja, wir können rennen. Na, schade. Coole Erfindung, ne? Nein, das machst du jetzt nicht bei dir selber, oder? Ich abchecken? Nein. Ja, ich check gerade, wie ich aussehe, wie mein Hintern aussieht. Oder? Nee, können wir. Das sehe ich nicht als Wetter. Das ist normale Geschwindigkeit, das wird nicht da. Ich drück trotzdem Shift. Hast du im Wohnzimmer eigentlich schon komplett alles geguckt, oder? Ich glaube schon. Und nee, ich habe die hintere Wand noch nicht gecheckt. Alles noch nicht gecheckt. Ich habe im Wohnwagen für unseren Gast einen Platz hergemacht. Ich habe ihr gesagt, sie kann das alte Schlafzimmer machen, aber sie hat drauf. Sie könnte das alte Schlafzimmer machen, aber sie hat drauf bestanden. Ach, für die andere, für die, Für die Frau. Für unsere Frau. Hier ist sie nochmal. Ja, die Bitch, ne? Die war ja schon ein paar Jahre weg, das wissen wir nicht mehr, wie die ist. Ich komm noch drauf. Irgendwas mit M. Mia, ja. Das nächste. Was guckst du dir für Pornos an? Okay, dann können wir jetzt. Jetzt gehen wir nach oben. Das erste Mal, dass wir die Treppe lang gehen. Surprise. Und hier war es das Zugenagel. Jetzt haben sie es zugenagelt, also später ist das weg. Das war das Wasser. Und es sieht noch sauber aus, oh mein Gott. Also, verhältnismäßig sauber. Ja, aber es ist. Sollen wir? Vielleicht finden wir noch einen Dietrich. Kein Dietrich, der drin. Kleines Teil. Das wäre lustig, wenn wir sowas einen Dietrich haben. Vielleicht finden wir noch woanders einen Dietrich. Ist da sonst irgendwas, was du machen kannst? Nein. Geil. Ich mag so solche Physik-Engines. Nein, das ist ja nix. Badewanne hast du ja auch schon gesehen, war nix. Okay. Wir können Bad nehmen. So, hier
hätte noch gerne irgendwo Dietrich gemacht. Die liegt im Zimmer da rechts, die haben die doch gesagt, irgendwo. In dem Kinderzimmer, ne? Ja. Und hier ist man doch überall woanders um. Vor storymäßig da weiter. Flinte, da war eine Flinte, kann ich denn nicht die Flinte nehmen? Naja, ist nicht da, schade. Nix. Da war ja auch vorher nix. Das ist ja das Zimmer von der Oma, stimmt. Niemand hat das geschafft. Ja, dann nimm es doch! Das war das Zimmer von der Alten. Von Evelyn. Ja. Echt? Weißt du? Aber wieso gibt es das Zimmer dann jetzt schon? Nee, warte, nee, das war nicht das. Ja gut, das gab's ja sowieso, das haben die jetzt nicht extra gebaut für die, ne? Die Alte war doch anders. Die Orkenzimmer. Ich meine, das war das von der. Nicht. Und die Alte ist ja Evelyn gewesen, von daher ergibt es gerade nicht wirklich viel Sinn. Ja, das Zimmer gab's ja schon vorher. Hast du deinen Deckel einfach verschwinden lassen? Ja, bin ich ein Zauberer. Hier gibt's nix, ja, Das Geschirr. Okay, was ist jetzt da rein? Das Geschirr. Warte, geh da mal. Kommen wir nicht auf den Balkon? Nein. Können wir nicht. Alles zu. Guck mal überall. Nochmal. An jedem Fenster. Hier hinten waren, kommen wir auch nicht durch. Hier. Das war auch so. Ja, das ist Story. Schatz, bitte mach sie sauber und zieh ihr trockene Sachen an. Ich muss mir das Bootshaus ansehen. Es stand schon halb unter Wasser. Ja, Daddy. Dann geh aus dem Zimmer wieder raus und guck dich weiter raus. Da hab ich mich gerade erschrocken, weil der hat sich auf einmal umgedreht. Aber da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. War da nirgendwo was, wo du was machen konntest? Alles zu. Oder soll ich mich da durchzwingen? Ah. Aber jetzt können wir das so, und jetzt Thema. Erstes Let's Play. Also erste Folge hier. Du weißt es noch, ne? Ja, du weißt es noch. Was meinst du? Ja, das wollte ich eigentlich auch. Wie geht's? Ich gedacht, die Gabel. Aber nein, das ist erst später, das ist später. Ja, das kann auch gut sein. Was ist das? Nee, ein Tipp. Ah. Also nicht. Das Seil, das wir gefunden haben. Das können wir aber erst später, wenn es richtig anfängt. Ja, nee, jetzt kombinierst. Es ist eine Gabel, die du wahrscheinlich später nutzen kannst, um die Holzplatten zu entfernen. Und eine Türe, die du zubinden kannst. Werden verfolgt. Story wurde es fortsetzen. Kombiniere, da ist etwas im Busch. Hier, Feuerzeug. Brennt das ab! Ha. Ich nicht gedacht. Ja. Evelyn, bleibt mal da liegen. Ja, Hauptsache erstmal alles umgucken, bevor das später nicht mehr möglich ist. Hanso, ich habe dir gesagt, du sollst deine dreckigen Finger von meinem Notebook lassen. An Dumpfbacke? Oh, du bist ja nur einflüssig wegen meiner Hackerfähigkeiten. Das hast du davon, wenn du mal das Passwort mit deinen Händen in deinen Computer benutzt, Vollidiot. Was war das Passwort? 1010 oder so? 1010 oder 9? 1 0 1. Ja! Was? Ja. Ey, guck mal, das ist ein Symbol der Trumpfkarte. Oh nein. Ich fick dich nicht. 2014. Erstens 10 Cent, ja? Der Alte hat mir direkt einen ins Gesicht gewischt, weil ich beim Essen mein Handy benutzt habe. Fick dich. Ich kann ein Wort über Mamas Kopfkünste verlieren, ohne angeschrien zu werden. Fick dich. Ach, ich kann kein Wort. Ich habe so lediglich beim Yoga zugeschaut, sie nennt mich ein Perverser. Fick dich. Der Alte war besorgt und hat angefangen, meinen ganzen Mist in den roten Kasten auf der Veranda zu schmeißen. Fick dich. Also nur fick dich. Also nur... Fick dich. Was hat da, Alter? Sonst in den Regalen irgendwas, Dietrich-mäßig oder so? Okay, schon, ich guck schon. Warte, was ist da mit dieser kleinen Schachtel? Eins.
Nee, rechts die kleinen Schachteln. Wie damals mal diese orangenen Schachteln, wo immer aber Viecher drin waren und so. Ist da nichts rechts gewesen? Ne? Nein. Ja, schade. Und da sind auch gar nichts, ne? Oder? We wish you Merry Christmas. Schade, wäre ein guter Ort gewesen. Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Jetzt ein bisschen so noch Zimmer umgucken und dann geht's auch noch weiter. Ja, das ist eine Treppe. Das ist eine Leiter, also beruhig dich. Ich will immer Leiter und Treppe, das ist auch nicht. Ja. Das sieht schon ein bisschen zerstört aus, das Krokodil. Entweder zerstört oder so. Hätte so ein fettes Krokodil zu Hause, ey. Wo ich die ganze Zeit Paras bekommen, so in der Nacht. Als kleines Kind. Ich habe immer früher als kleines Kind so einen riesigen Tiger gehabt, der auf dem Boden lag. Der war geil. Da war ich noch ganz klein. Tötet es! Komm, einfach ersticken. Okay, Kleine. Machen wir dich sauber. Zieh doch dein, kannst du. Sie gehören mir. Was? Daddy? Ist der Strom ausgefallen? Nein. Hat er einen Blitz eingeschlagen? Das ist im Endeffekt dasselbe. Strom ist weg. Wo ist sie hin? Weg. Ist jetzt die Gabel? Ah. Vielleicht muss ich jetzt nicht mehr Daddy suchen. Kleine Mädchen ist hin. Ist er nicht im Badezimmer? Das ist, glaube ich, alles generell hin. Okay, ist also da. Ja, okay, das ist so eine Laterne, okay. Was war das? Das kann ich jetzt nicht so schnell umgedreht haben, oder? Oh nein. Wer liegt da? Lukas. Nimm das Handy. Kann ich verkaufen. Lukas? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Puls checken. Aber so wunderschön. Was zum Teufel ist hier los? Kannst du rennen? Ja, nicht wirklich schnell, ne? Das soll aber schneller gehen. Ich weiß. Ganz genau. Feuerzeug. Alle sind willkommen. Mama, bist du das? Zoe? Oh nein. Komm und schau. Hast du es gesehen, ne? Schau ihre Gabe an. Schau all die Hübschen an, die meine Kleine hier gemacht hat. Mama! Oh Gott! Piss mich, Liebster! Was zum Teufel? Geh zur Garage! Oder sei und jetzt los! Ich war zu spät. Was? Ja, wenn wir da sind, dann ist es schon zu spät wahrscheinlich. Als ob das so schnell geht. Weg von mir, Frau! Weg! Zwing mich nicht zu was, das ich später bereue. Wir haben es gerade eben aufgemacht. Big Daddy. Schade, dass man wirklich nicht rennen kann da, ne? Ich meine, es ist halt so was passiert, erstmal gar nichts, lange so gechillt und abgehen. Wir haben sie nicht eilig. Bis wir durch die Familie, die gerade getötet wird. So ein bisschen. Daddy? Oh, okay. Boah, ey. Auf! Sorge! Es ist viel schlimmer, als es aussieht. Sauberkeit kommt gleich nach Gottes Wort. Deine Mutter ist gerade nah dran, ihn zu treffen.
Sie will, dass ich das mache.